Und so beantwortet er das mit voller Überzeugung, weil er voll dahinter steht. Und dann wirkt das manchmal, macht er den platt. Verstehst du? Auch Zakir Naik, vor Publikum haben die manchmal ihre Kontrahenten lächerlich gemacht. Guck mal, das ist bei einer Munawara. Normalerweise machst du niemanden lächerlich. Aber die Leute, wie auch Ahmed Didat, der hat manchmal seine Leute lächerlich gemacht. Vom Publikum. Alleine nicht, vom Publikum. Warum? Weil vor dem Publikum, ja, wenn du ihn lächerlich machst, ist seine Botschaft kaputt. Verstehst du? Ich gebe dir mal ein Beispiel von Zakir Naik in einer Munawara. Vor Leuten. Der hat mit einem Dr. William Campbell geredet. Und dieser Dr. William Campbell, der hat richtige Schubuhat gegen Islam und Zakir Naik hat alle beantwortet und kam mit 24 Widersprüchen in der Bibel. Jetzt, dieser Dr. William Campbell, guck mal, was hat er gemacht? Guck mal, der war schlau gewesen. Der wusste, er kann diese Sachen nicht beantworten, alle. Was hat er gemacht? Der hat zwei beantwortet, das machen die Christen immer. Das machen die christlichen Missionare immer. Der hat zwei Sachen beantwortet, die er beantworten konnte. Und danach hat er über was ganz anderes geredet. Der ist gar nicht mehr auf die Fragen eingegangen. Und hat dann, verstehst du, dadurch die Wirkung erzeugt, dass er das alles richtig ist. Als wenn er alles widerlegt hätte, obwohl er gar nicht darüber geredet hat. Da gibt es zum Beispiel von Shabi Ali 101 Widersprüche im Koran. Da fangen die Christen an mit der Überschrift, ja, Shabi Ali wollte 101 Widersprüche im Koran bringen. Wir haben sie hier alle widerlegt. Da fangen die an mit denen, die sie widerlegt haben. Aber wenn du das durchliest, 101 Widersprüche in der Bibel, Entschuldigung. 101 Widersprüche in der Bibel, du bist wach, Hamdullah. Guck mal. So, und dann sagen die, ja, die Christen schon und so. 101 Widersprüche, angeblich Widerspruch von Shabi Ali, wir haben sie alle widerlegt in diesem Schreiben, hier können sie sich überzeugen, dass das alles Quatsch mit Soße ist. So, jetzt fangen die an zu schreiben, wenn das aber durchgehst, merkst du am Ende, dass sie gar nicht alle widerlegt haben, sondern dass sie für einige gar keine Antwort haben, aber natürlich, der die Wahrheit gar nicht wissen will, der liest sich das durch und sagt, ach ja, haben sie beantwortet. Bruder, der liest sich nur die Überschrift durch, glaub es mir. Bruder, der normale Christ, der fest in seiner Sache ist, der liest nur diesen Anfang und der will ja auch gar nichts anderes hören. Da steht dann am Anfang, ja, wir haben hier in diesem Schreiben, in den 24 Seiten sozusagen, haben wir diese Sache widerlegt und so weiter und so fort. Und dann legt er schon, sagt der Christ, ach so, ist widerlegt, alles klar, brauche ich gar nicht zu wissen. Wenn irgendjemand zu mir kommt mit den Widersprüchen, sage ich, geh auf die Seite, lies jetzt durch. Guck mal, ach, das ist das. Und dieser Dr. William Campbell hat das auch so versucht. Ja? Er kam, hat zwei Sachen beantwortet. Ne? Einmal, dass die Erde, ne, dass die Pflanzen vor der Sonne erschaffen wurden. Im Schöpfungsbericht in der Bibel, in Genesis. Ja, und da hat Zakir Naik gesagt, Pflanzen können nicht ohne Sonnenlicht wachsen. Und da meinte der Doktor, und dass die Erde in 6 Tagen erschaffen wurde. Der Doktor Zakir Naik meinte, im Koran Tag kann auch bedeuten eine lange Periode. Weil Allah sagt zum Beispiel auch in Surah 70, ganz am Anfang, Ta'arujul malaikatu baruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana. Engel und Geist steigen zu ihm auf in einem Tag, der 50.000 Jahre nach eurer Zeitrechnung bemisst. Okay? Guck mal jetzt. Pass auf. Das heißt, Tag kann im Islam, im Arabischen auch eine lange Zeitspanne deuten. Das ist ein klarer Beweis. Hat er gesagt, guck mal, ist ein Widerspruch, weil die Erde, das waren nicht nur 6 Tage, das ist eine lange Periode laut moderner Wissenschaft, aber in der Bibel steht 6 Tage. Und hat der Dr. Zakir Naik zu ihm gesagt, und selbst wenn du sagst, nee, Tage kann auch bei euch das und das bedeuten, lange Periode, dann sage ich, Pflanzen können nicht eine lange Periode ohne Sonnenlicht auskommen. Versteht ihr? Jetzt fing Dr. William Campbell an, hat gesagt, ja, also in der Bibel kann auch Tag, muss nicht unbedingt 24 Stunden dauern, kann auch eine lange Periode dauern. So, was heißt das? Das heißt, was ist mit den Pflanzen, die vor der Sonne erschaffen wurden? Okay? So, da hat er keine Antwort drauf gegeben. Und dann hat der Dr. Zakir Naik ihn gefragt, wegen einem Test. In der Bibel, in Markus 16, Vers 17, dort steht, wer an die Bibel glaubt, wer an das Evangelium glaubt, bei dem kann man folgende Zeichen sehen. Ja?
Und dazu gehört, er kann in verschiedenen Sprachen sprechen, die er nicht kennt. Das heißt, er redet auf einmal Pakistanisch. Und der kann tödliches Gift trinken und es schadet ihm nicht. Dann hat der Dr. Sakyanak gesagt, ich will heute, ich glaube, Sie sind ein Gläubiger. So steht er dort, der Dr. Sakyanak. Der erzählt diesen Vers, 16, 17 steht, wer an die Bibel glaubt, kann tödliches Gift trinken und verschiedene Sprachen sprechen. Dr. William Campbell, ich habe Ihr Buch gelesen, Koran und Bibel im Zeichen der Zeit. Und ich glaube, Sie glauben an das Evangelium. Also will ich den Test heute mit Ihnen machen. Aber keine Angst, ich habe kein Gift mitgebracht. Ich will ja noch weiter mit Ihnen diskutieren. Verstehst du? Der macht ihn lächerlich. Verstehst du, was ich meine? So, ich möchte noch weiter mit Ihnen diskutieren. Aber ich habe Ihnen hier einen indischen Geldschein mitgebracht. Denn in Indien sprechen wir 50 Sprachen. Normalerweise, Sie müssen die auch können ohne Hilfsmittel. Aber ich akzeptiere auch das Hilfsmittel, das hier gestehen wird. Bitte übersetzen Sie. Guck mal jetzt. Und jetzt kommt der Dr. William Campbell und erzählt, und was diesen Test angeht, ich werde diesen Test nicht machen, aber ein Freund von mir namens Harry in Marokko, der wurde eingeladen von einem Muslim, der ihn vergiften wollte und hat in das Essen Gift reingetan. Und am nächsten Tag, Harry hat nur ein bisschen Bauchschmerzen und Durchfall bekommen, stand Harry bei ihm vor der Tür und hat gesagt, danke für das leckere Essen. Und dieser aus Marokko hat dann ein blasses Gesicht bekommen, weil er sich gewundert hat, dass der noch lebt. Erstmal, ihr müsst wissen, die christlichen Missionare dürfen bei der Dawa lügen. Die erzählen also irgendwelche Geschichten. Ja, pass auf jetzt. Und dann erzählt er diese Geschichte und danach geht er auf keinen Widerspruch mehr ein von den 24 Fehlern, die ihm Dr. Sakyanak gebracht hat und erzählt über Prophezeiungen in der Bibel. Boah, Bruder, dann kommt der Dr. Sakyanak und sagt, ich wollte hier nur auf eine Sache aufmerksam machen. Ich habe 24 Fehler in der Bibel aufgezählt. Dr. Sakyanak hat davon zwei. Und guck mal, was der macht, wie der redet. Mit seiner Körpersprache unterstreicht er das. Zwei. 24 fiel, zwei beantwortet. Und diese zwei hat er falsch beantwortet. Der Dr. William Campbell. Er sagt, Dr. William Campbell hat von den 24 Fehlern zwei beantwortet und die hat er falsch beantwortet. Erstens, er hat gesagt, diese Tage können auch 24 Stunden dauern. Dann bleiben wir bei den Fehlern, dass die Pflanzen nicht eine lange Periode ohne Sonnenlicht ausbleiben kommen. Fehler. Dann habe ich Ihnen den Test vorgeschrieben. Ich habe gesagt, hier, der Gläubige laut Bibel, Markus 16, Vers 17, kann tödliches Gift trinken und mit verschiedenen Sprachen sprechen. Und ich habe Ihnen den Test gestellt. Dich, Dr. William Campbell. So redet er. Ja. Aber er hat dann gesagt, ein Freund von ihm namens Harry in Marokko hat Couscous gegessen. Guck mal, der macht so genauso mit dem Mund. Couscous gegessen. Guck mal die Wirkung, wie die Wirkung ist. Er hat Couscous gegessen. Wir reden hier nicht von Couscous gegessen, wir reden von tödlichem Gift. Aber ich habe Ihnen die Frage gestellt, Dr. William Campbell. Was ist mit den vier? Wo ist der Heilige Geist? Wo ist der Heilige Geist, Ihnen helft? Hier, wo ist die Sprache? Sie können das nicht, warum nicht? Wir sind so viele Nicht-Muslime sind hier in der Halle. So viele Nicht-Muslime. Kann einer diesen Test bestehen? Ich habe mit tausenden Missionaren geredet. Keiner konnte die Frage beantworten. Hier, ich komme aus Indien. Es gibt viele Sprachen, die ich kann. Hier, übersetzt. Fängt er auf Indisch zu reden. Wer von den Christen kann mir diese Sache beantworten? Was heißt das? Redet er so. Was heißt das? Hier sind doch so viele. Wo ist der Heilige Geist? Da sagt einer im Publikum, das, was du gerade gesagt hast, heißt willkommen. Was? Er sagt willkommen. Willkommen. Ja, richtig, willkommen. Bist du Christ? Sagt er, nee, Muslim. Ja, der Test war eigentlich für die Christen gedacht. Bruder, das war sowas von krass gewesen. So verstehst du diese Wirkung. Und dann sagt er, und danach fing er an mit Prophezeiungen in der Bibel. Wir haben kein Problem damit, wenn es richtige Prophezeiungen in der Bibel gibt. Aber wenn es eine falsche Prophezeiung, weil in der Bibel gibt es Sachen, die richtig sind. Aber wenn es Sachen gibt, die falsch sind, dann
ist die Bibel verkehrt. So, jetzt. Das heißt, die Wirkung von dem Publikum ist anders. Dann ist der Unterschied, ob man die Antwort kennt oder nicht. Guck mal. Und das ist ein Unterschied, ob ich mit einem alleine bin oder vor einem großen Publikum. Es kommt jetzt einer, du kennst die Antwort nicht. Kann passieren. Wenn du die Antwort kennst, ist leicht. Einfach auf. Jetzt kennst du die Antwort nicht. Wichtige Grundlage. Wie beantwortest du die? Wie beantwortest du die? Wir achten wieder Wirkung und Inhalt. Jetzt, du hast gar keinen Inhalt. So. Aber du darfst jetzt nicht irgendwie, erstmal viele, wenn die Antwort nicht kennen, die versuchen irgendwas zu erzählen. Und da verheddern die sich so in Widersprüche und Fehler, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Du kennst seine Antwort nicht oder du kennst die nicht genau und dann fängst du an, irgendwas zu erzählen. Erzähl gar nichts. Sag einfach, ganz einfach, positiv aufwerten. Das ist eine sehr gute Frage, die stelle ich mir auch. Ich werde mir die mal aufschreiben und dann werde ich nachfragen, können Sie mir vielleicht Ihre Nummer geben? Und dann kontaktierst du oder die E-Mail-Adresse oder ich werde die später auf der Seite veröffentlichen, weil ich bin kein allwissender Mensch, ich werde die dann später beantworten. Verstehst du, diese Frage, die du nicht beantworten kannst, die kam vielleicht als Herausforderung, um dich platt zu machen. Und dadurch hast du die total entkräftet. Verstehst du? Ah, sehr gute Frage. Weißt du, keine Unsicherheit. Warum haben wir keine Unsicherheit? Weil es stimmt, wir können alles beantworten. Aber vielleicht haben wir die Antwort gerade nicht. Also, bist du selbstsicher, du weißt, Islam ist die Wahrheit, keiner bringt dich aus der Fassung. Sehr gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Die werde ich mir aufschreiben und die werde ich Ihnen dann später beantworten. Gibt es irgendeine Möglichkeit, Ihnen die zu beantworten, dass du auch die Bereitschaft zeigst, die Frage beantworten zu wollen. Aber manche werden dann aggressiv. Ja, und was ist bei Ihnen? Und was steht bei Ihnen in der Bibel? Ja, ich habe Ihnen gerade eine Frage gestellt über den Islam. Dann sagt er, ich bin kein Christ. Beantworten Sie mir auch mal die Frage im Koran. Ja, schauen Sie mal, die Kreuzzüge. Völlig unsicher, verstehst du? Aber wenn du zu dem sagst, der kommt mit irgendeiner Frage, die schwierig ist, du kannst sie nicht beantworten vom Publikum oder auch einzeln, das ist eine gute Frage, ich muss mir das aufschreiben, dann werde ich der Sache nachgehen. Ende aus. Ganz wichtig, weil du kannst viele Fragen, kennst du nicht. Viele Fragen kannst du nicht beantworten vielleicht. So. Dann die nächste Sache ist das eine Frage oder ist das eine Herausforderung? Und eine Herausforderung, die kommt meistens immer von dem Publikum. So. Und ich sage hier ganz klar, man sollte Fragen nicht ausweichen. Man sollte Fragen nicht ausweichen. Ich habe selber die Erfahrung gemacht. Bruder, wir haben einmal, kam einer nach vorne mit einer Herausforderung. Bruder, der hat das Mikrofon genommen, hat gesagt, ja, wie ist das denn im Islam jetzt beispielsweise? Das war ein christlicher Prediger, ein christlicher Missionar. Und der steht so. Guck mal, siehst du direkt Körpersprache, Achi. Voll selbstbewusst, voll cool. Der kommt nach vorne, der ist sich voll überzeugt. Nimmt das Mikrofon, guckt mich an und steht seitlich, dass er zu mir guckt und zum Publikum. Das heißt, die Frage ist nicht an mich gestellt. Die Frage ist dazu da, um mich vom Publikum platt zu machen. Ja, Sie sind ja im Islam. Was wäre denn jetzt, wenn ich vom Islam abfalle? Jetzt im islamischen Land, dann müsste ich doch getötet werden, oder? Und guckt zum Publikum. Ah, so. Wenn ich jetzt sage, hören Sie mal, Sie dürfen hier gar nicht auf die Bühne kommen. Ach, hast du schon verloren. Ach, du bist unsicher. Verstehst du, da darfst du dich gar nicht auf einlassen. Ja, warum kommen Sie eigentlich auf die Bühne? Das hat Ihnen keiner erlaubt. Also es muss schon... Ach, Islam ist die Wahrheit. Habe ich das Mikrofon genommen, habe ich es ihm gesagt. Da haben Sie recht. Im islamischen Land, wenn man dort vom Islam abfällt, gibt es die Todesstrafe.